Musikmagazin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handmade, eurem Musikmagazin hier auf Radio Frei für Thüringen. Wir begrüßen natürlich alle Hörer, die jetzt gerade vor ihren Einschaltgeräten sitzen. Wir begrüßen auch alle Radiohörer in Radio Enno Nordhausen, Radio Lott in Weimar und Radio SRB in Saalfeld. Hallo, Grüße auch von mir, von Emily. Ich habe meine wunderbare Handmade-Kollegin Sarah im Studio. Hallo. Hi. Und vielleicht hört ihr uns ja auch gerade Freitag 17 Uhr bei Radio Frei. Das ist nämlich unsere neue Wiederholzeit für die Sendung. Und wir haben heute zu Gast N13. Genau. Ich freue mich nämlich sehr, weil ich privat auch ein Hobby, ein freudiger Zuhörer dieser Art von Musik bin. Ja, N13 macht nämlich Impro, Ambient, Post, Elektro, Musik mit Synthes, Klavier und Gitarre. Und damit bildet er auch die perfekte Brücke quasi zwischen Live-Show und DJ. Hören wir doch direkt mal rein. Heute wird es nämlich ganz viel Live-Musik geben. Und wir starten jetzt. Thank you.
hier dürfen wir schon mal erste experimentelle Eindrücke hören von unserem heutigen Gast N13, darf ich begrüßen bei uns im Studio. Hi. Hi, hallo. N13 spielt heute live bei uns im Studio, hat hier ein riesiges Set aufgebaut mit unheimlich vielen Knöpfen und Drehen und Reglern. Du dürftest den Hörern eigentlich gar nicht so unbekannt sein, weil du hattest selber mal eine Sendung bei Radio Frei. Ich habe selber viele Jahre hier bei Radio Frei moderiert und bin froh, aber heute auf der anderen Seite stehen zu dürfen, weil ich jetzt irgendwie Musik machen darf und ihr mir Fragen stellt und ich kann sie jetzt beantworten. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Also vielleicht bist du ja nicht unter dem Namen N13, bekannst du dann eher als André. Hallo oder André. Ade. Ja. Oder Ade, genau. Ja. Was hast denn du für Sendungen so gemacht bei Radio Frei? Ich habe früher Let's Talk More Rock gemacht, das war so eine reine Musiksendung und das Vormittagsmagazin habe ich ab und zu mal gemacht und Plektrum, das ist quasi die Vorgängersendung von Handmade gewesen. Ich habe auch immer Bands eingeladen aus Thüringen und mich mit denen unterhalten über Proberäume, Songwriting und die ganzen Probleme auch, die Bands immer noch haben und mit sich schleppen. Ach perfekt, dann kannst du uns ja vielleicht noch hier und da Bands empfehlen oder... Ich glaube, dieser Band-Globus, der ist so im Wandel und da ist so ein großes Kommen und Gehen, dass die Bands, mit denen ich damals gesprochen habe, was schon bestimmt 5 oder 10 Jahre her ist, dass die meisten davon gar nicht mehr gibt, weil das ein großes Problem ist, dass die Leute nach dem Studium oder nach der Schule weggehen und dann brechen solche Bandkonstrukte leider auseinander, obwohl manche noch großes Potenzial hätten. Also ein Beispiel, was ich immer gerne nenne, ist Frigid, eine tolle Band, die so Anfang der 2000er Jahre hier in Erfurt unterwegs war und seinerzeit total voraus war. Eine reine Mädelsband, die so den Grunge neu entdeckt haben. So. War echt gut, aber leider irgendwie alles auseinandergebrochen. Damals bei Radio Frei, oder sagen wir besser, worum es heute auch geht, 2016 hast du nochmal Live-Jam-Sessions bei Radio Frei gehabt, aus denen dann das Album wurde, über das wir heute mal ein bisschen reden werden, dass wir ein bisschen quatschen werden. Und hat aber damals mit diesen Jam-Sessions, die du da bei Radio Frei hattest vor 2 Jahren, hat dann so quasi deine Solo-Impro-Karriere begonnen mit diesen Post-Rock-Einflüssen? Karriere würde ich es nicht nennen. Also das, es ist eher eine Spielerei gewesen, dass sich sowieso in einem kleinen Musikzimmer bei mir immer mehr von diesem Zeug angehäuft hat. Und das Problem ist, wenn man viele Instrumente hat, spielt man die ganze Zeit drauf rum, aber am Ende schaltet man die dann wieder aus und meistens ist dann irgendwie alles weg. Und deswegen hatte ich die Idee, diesen Songwriting-Prozess zu dokumentieren und daraus eine Radiosendung zu machen, dass man quasi im Radio hört, wie ein Thema sich durch den ganzen Song zieht und dann man Sachen drumherum strickt, verschiedene Melodien oder Sphären oder Beats, was auch immer, oder Samples. Und am Ende hat man einen Song. Und das hat eigentlich gut funktioniert, dass man innerhalb von 60 Minuten am Ende so eine Art fertigen Song hat. Also es ist nicht... natürlich keine hochwertig produzierte sonst was Musik, sondern das sind Fragmente, die in der Aneinanderreihung Songs ergeben, die manchen gefallen und manche abstoßend finden. So würde ich das umschreiben. Dass das ein Album ist, ist eigentlich, also der Weg war das Ziel. Dass ein Album dabei rauskommt, war eigentlich Glück oder Zufall. Ja, okay. Also so sind 13 Jam-Sessions und parallel auch YouTube-Videos entstanden, die du sowohl bei Radio Frei hören konntest als auch sehen, die dann ja das Album sozusagen gebildet haben. Darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein, aber ich würde sagen, wir wollen dich erstmal in unserer investigativen Rubrik Bandsalat genauer kennenlernen. Bandsalat. Heute mit? N13. Was ist deine Utopie? Musik machen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Der beste Ort zum Jam? Bei mir zu Hause. Die berührendste Publikumsreaktion, die ich je erfahren habe? Es gab noch nicht so viele Publikumsreaktionen, aber wenn Stille herrscht, dann finde ich das herausragend. Meine Musik wäre die perfekte Filmmusik für dieses Filmgenre. Science Fiction. Und mit Radio Frei verbinde ich? Kreativität, Freiraum, Verrücktheit und einen bissigen Hund. Vegane Musik schmeckt nach?
Vegane Musik in dem Sinne gibt es nicht, aber ich versuche vegan zu leben und allein, dass ich diesen Begriff in meine Beschreibung mit reinnehme, Diskurse anzusteuern. Fühlst du dich mehr als DJ oder mehr als One-Man-Band? Als One-Man-Band. Das war der Bandsalat. Bandsalat. Da wird sich die Stirn vom Schweiß weggewischt. Hast dich gut geschlagen auf jeden Fall. Aufregend. Also ich kenne ja die Rubrik und ich finde faszinierend, wie die anderen das immer hinbekommen. Es ist herausragend. Man muss, es ist ähnlich einer Prüfungssituation, dass man auf den Punkt genau witzige Sachen sagen muss, obwohl man vielleicht gerade schlechte Laune hat, was ich jetzt nicht habe. Oh Gott sei Dank. Und wir sind ja auch nicht zum Spaß. Das hättest du wissen müssen. Der Spaß spielt schon eine große Rolle, obwohl ich das, was ich jetzt hier mache, nicht so sehr als Spaß bezeichnen würde. Also ich glaube, in einer Band zu spielen ist mehr Spaß, also weil man die anderen Leute hat und man fängt sich gegenseitig auf, man ist wie so eine Familie und man wächst zusammen. Wenn man sowas jetzt alleine macht, ist es ein sehr gutes Gefühl, wenn es funktioniert, aber es ist sehr konzentrationslastig. Man muss sich unglaublich darauf konzentrieren und ich versuche dabei nicht zu verkrampfen, was schwierig ist. Ist es denn auch der Grund, warum du dich, weil eben alle Verantwortung quasi auf deinen Schultern liegen, ist es der Grund, warum du dich mehr als One-Man-Band fühlst, so einer, der alles allein regelt, als DJ? Ist DJ für dich der irgendwie was ganz anderes, was vielleicht einfacher wäre? Ich weiß nicht, ob DJ sein einfach ist, aber es ist was anderes, glaube ich, weil ein DJ spielt ja Sachen ab, die schon irgendjemand aufgenommen hat. Das sind vielleicht auch seine eigenen Sachen, aber die meisten spielen Sachen von anderen Leuten ab. Und da kommt es ja darauf an, sich, glaube ich, auf das Publikum einzulassen und zu schauen, was gefällt denen, wo könnte der Abend hingehen. Und das ist so eine Parallele, die ich zu mir sehe, dass ich improvisiere und schaue, wo es mich so hintreibt und auch ab und zu mal den Blick hebe und gucke, wie so ein DJ, wie jetzt gerade so, was so gerade los ist und was jetzt als nächstes kommen würde. Ich versuche mich durch das Publikum und die Live-Situation inspirieren zu lassen. Also genauso wie in dem Song, den wir eben gehört haben, was ja an sich, ich weiß nicht, ob du das jetzt selber als Song betitelst, weil es ist ja eigentlich eine Impro-Version gerade gewesen irgendwie. Es ist Geklimper eigentlich, aber wenn man rumklimpert und dann kommt irgendwie was bei raus, was man gut findet, dann kann ich da weitermachen. Ab und zu mal muss ich wieder abbrechen oder was löschen, dann fange ich einfach nochmal an, aber da könnte ich jetzt weiter dran arbeiten. Mhm. Und wie hat es sich gerade angefühlt für dich hier so mit uns vier Augen, die dich beobachten? Sehr, und da sehr angenehm. Okay. Sehr angenehm und sehr schön. Zum Beispiel ist das Licht hier gut. Ich hatte neulich ein cooles Konzert, aber das war Tageslicht und diese Maschinen sind nicht zu erkennen bei Tageslicht und damit hatte ich große Probleme, weil das hatte ich so noch nicht, diese Probleme. Wenn die Sonne hier drauf scheint, sieht man diese blinkenden Lichter nicht, die für mich Orientierung sind, dass ich weiß, wo ich irgendwie bin und wenn ich das nicht habe, muss ich quasi blind spielen. Als Band früher hatten wir eher das umgekehrte Problem, dass wir so wenig Licht wie möglich hatten in den Clubs und ich dann manchmal die Gitarre nicht gesehen habe. Echt? Du hast also vor N13 warst du nochmal in einer Band, also welches Genre in war das? In einer richtigen Band, das war eine Post-Rock-Band, Kopf hoch hieß die. Die Band gibt es jetzt nicht mehr. Davor habe ich in einer Punk-Band gespielt, die hieß From Us, aber das ist schon wirklich lange her. Die gibt es seit 2005 schon nicht mehr. Und mit Kopf hoch haben wir aber eigentlich so eine Art Grundlage gelegt für das, was ich jetzt hier auch mache. Also bei Kopf hoch fing das an, dass man ein Paddleboard zum Beispiel, dass wir Paddleboards hatten, also Effekte für die Gitarre. Ja. Das ist quasi eine Aneinanderreihung von verschiedenen Effekten, Delays, Reverbs, also Hall-Effekte und alles mögliche andere, was ich heute eigentlich auch noch nutze, aber um möglichst kompakt zu bleiben, funktioniert das jetzt heute bei mir über so eine iPad-Simulation. Aber diese Band hat schon einen Grundstein dafür gelegt, für das, was ich heute mache. Und dann kam irgendwann die Entscheidung, doch alleine was zu machen. Die kam gar nicht so. Die Entscheidung, das war irgendwie so ein fließender Prozess. Also die Band hat dann irgendwie, hat das nicht mehr so richtig funktioniert. Dadurch, dass ich zwei Kinder habe und eine Familie habe und das natürlich einen großen Stellenwert hat, hat das terminlich irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert mit der Band. Also wir haben uns mehr in irgendwelchen Chats bei WhatsApp rumgetrieben als tatsächlich im Proberaum, weil alle irgendwie verteilt waren über Mitteldeutschland und ich mit Familie. Es macht es für eine Band schwierig, sage ich mal. Es geht, ne? Viele bekommen das hin, ich frage mich wie, aber wenn man jetzt am Wochenende spielen will und dann am nächsten Tag wieder Papa sein will, das ist ein Spagat. Ja,
Und so hast du dann 2016 ja angefangen oder vielleicht auch schon vorher, aber 2016 hast du dann diese 13 Jam-Sessions gestartet und daraus ist dein Album entstanden. Genau. Also ich finde, das ist echt ein cooles Konzept, sich so einfach mal eine Stunde hinzustellen und dann daraus irgendwie die 4, 5 coolsten Minuten in einen Song zu pressen irgendwie. Aber es hätte auch so vielleicht nach hinten losgehen können, oder? Ich meine, eine Stunde ist eine lange Zeit, aber... Es hätte auch nach hinten losgehen können. Einmal hat es zum Beispiel nicht funktioniert mit dem Mitschnitt, da war alles total übersteuert, aber dann habe ich quasi nicht den Entstehungsprozess gezeigt, sondern das Arrangement gezeigt, weil das ist immer so, der erste Prozess ist, alles irgendwie aufnehmen, man hat dann verschiedene Loops und Sequenzen und Fragmente und danach kommt die eigentliche Arbeit, also das ist das Arrangieren der Sachen, also man blendet Sachen ein, man nimmt Sachen hinzu, man blendet Sachen aus und ein Video zeigt diesen Prozess. Was ich ziemlich spannend finde, ich weiß nicht, ob jemand anders spannend findet, aber ein paar Leute schauen sich das schon an im Internet, das ist faszinierend. Also quasi wie du, wie kann man sich das vorstellen? So, du warst im Radio, hast einmal komplett... Ich war zu Hause, ich habe das von zu Hause aus gemacht, weil der Aufwand wäre schon zu groß gewesen, tatsächlich das ganze Zeug hierher zu schleppen und dann hier aufzubauen. Mhm. Weil zu Hause habe ich nochmal ein bisschen mehr Zeug als das jetzt hier und da kann man noch mehr auswählen und hat noch mehr Möglichkeiten, weil das ist jetzt viel, aber es ist auch wenig. Also es ist das, was ich jetzt alleine irgendwie bedienen kann und meine Reglementierung ist, dass das auf meinen Gitarrenkoffer passt. Also das habe ich mir selber als Grenze gesetzt. Ansonsten könnte ich auch noch mehr und es muss mit dem Fahrrad transportabel sein, weil ich habe mir den Anhänger von meinem Sohn jetzt ausgeliehen und damit ich zur Fête de la Musique oder hierher fahren kann zum Konzert und nicht so viel Sprit verbrauche, ist das so ein Reglement für mich, was es eingrenzt. Ja, aber du hast es zu Hause aufgenommen, arrangiert, was ja dann eigentlich schon wieder mehr wie eine Produktion ist und nicht mehr wie eine Jam-Session. Das Arrangement, wie gesagt, war nur bei einem Video, wo die Aufnahme nicht funktioniert hat. Ansonsten habe ich quasi bei den anderen Videos immer ca. 50, 55 Minuten einfach rumgejammt und am Ende die Sachen einfach zusammen abgespielt. Und das habe ich dann rausgenommen und das waren dann Songs. Das war Zufall oder Glück. Bist du denn immer zu bestimmten Tageszeiten mit bestimmten Stimmungen in die Jam-Sessions gegangen oder hattest du schon Melodie-Ideen vorweg immer? Nee, völlig unterschiedlich. Also man fummelt natürlich immer mit diesen Sachen irgendwie rum und manchmal kommt da irgendwas bei raus und dann fummelt man daran weiter und manchmal klappt das nicht. Also es ist immer wirklich, ich würde sagen, Zufall. Also wenn man wirklich ein guter Musiker ist, der das studiert hat, also Martin Kohlstedt haben wir ja vorhin im Gespräch gehabt, der ist natürlich ein begnadeter Pianist und der kann an die Sache ganz anders rangehen, weil er das theoretische Wissen als Hintergrund hat. Und er hat seine Sachen und kann sie reproduzieren. Bei mir, wie gesagt, ist dieser Zufall oder Glück, spielt da eine größere Rolle. Manchmal klappt das und manchmal klappt das nicht. Also bei mir ist wirklich eher so, ich höre drauf und gucke, ob das funktioniert, aber ich kann jetzt dir nicht sagen, was ich gerade mache. Also ob das in einer Notenstruktur ist oder ich kann dir höchstens das Tempo sagen. Viel mehr weiß ich nicht darüber. Okay, lässt dich also komplett von deinen Gefühlen und deinem Gehör treiben. Ich lasse mich da treiben. Also ich denke, richtige Musiker würden das irgendwie abstoßend finden oder nicht gerne so machen, aber es ist jetzt ein Kompromiss für mich. Ja, aber nun hast du ja aus deiner Vorerfahrung aus deinen Bands. Klar hast du da so die Idee mitgenommen, wie Post-Rock aussehen kann, was mache ich mit meiner Gitarre, was spiele ich da jetzt ein. Aber das ist ja nur, die Gitarre ist ja nur eins von vier Teilen, was wir gerade im Studio hier live haben. Da gehören ja noch, weiß nicht, was ist das, Synthesizer dazu? Synthesizer, ja. Ja, und noch andere Gerätschaften. Wie hast du dir das denn selber beigebracht? Ich meine, jedes Einzelne zu bedienen, ist ja dann auch nochmal ein Lernprozess. Auf alle Fälle. Also man muss die Manuals lesen, das ist der erste Schritt. Und man muss diese Verrücktheit oder Sucht, würde ich das nennen, danach haben. Also wenn man einmal anfängt mit diesen Geräten und merkt, was man damit machen kann und weiß, wie sie funktionieren, dann will man immer mehr haben. Und da muss man echt aufpassen, dass das nicht überhand nimmt, weil je mehr man hat, umso komplizierter, umso komplexer wird es auch und man kann sich sehr schnell darin verlieren und ich bin da Meister Matt da drin, sag ich mal, dass am Ende dann irgendwie nichts richtig bei rauskommt. Das ist wie, kennt ihr Photoshop, dieses Grafikprogramm? Klar, zum Beispiel? Bei Photoshop ist das was Ähnliches. Dieses Programm kann alles eigentlich, aber wenn man kein konkretes Ziel hat, was man jetzt machen möchte bei Photoshop, ist man da drin völlig irgendwie lost
und am Ende kommen irgendwelche komischen Verläufe raus und es sieht alles irgendwie doof aus. Und ähnlich ist es bei den Instrumenten. Also man muss sich vorher am besten auf der Gitarre, die Gitarre würde ich als mein Hauptinstrument bezeichnen, schon irgendwie was haben und dann stricke ich wie so eine Oma mit den Nadeln mein Pullover drumherum. Schöner Vergleich. Auf jeden Fall. Und du hast ja schon die Fender-Gitarre in deinen Händen angestimmt. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach nochmal oder hören nochmal, wie du was spielst. Ja, soll ich da einfach weitermachen, wo ich vorhin aufgehört habe und würde da nochmal einsteigen? Ja. Ich kann... Wie du möchtest. Ich kann auch nochmal kurz erklären, vielleicht, was ich hier habe. Wir können auch gerne ein Foto noch posten, wenn das Leute nochmal sehen wollen. Ich mache auch einen Mitschnitt auf Video und wir können das gerne verlinken, wenn es jemand interessiert. Also das zentrale Element im Setup ist ein Sampler, der heißt Octatrack. Dazu habe ich einen Synthesizer, der heißt... Digitone, das ist ein FM-Synthesizer, mit dem mache ich Beats und aber auch Synthesizer-Klänge. Dazu gibt es von Moog zwei Synthesizer, einmal den Mother 32, das ist ein Analog-Synthesizer, den ich für Bass benutze, und einmal den DFAM, den Drummer from Another Mother, der ist als Drum Machine hier eingebaut. Dazu gibt es auch noch ein iPad. Auf dem iPad laufen drei verschiedene Apps. Einmal ein Gitarrensimulationsprogramm, wo ich quasi verschiedene Effekte benutze, und eine Klaviersimulation, mit der ich über ein externes MIDI-Keyboard quasi Klavier spielen kann. Und ich habe noch eine Simulation für die Vocals. Also wenn ich noch ab und zu mal, kann ich gleich nochmal probieren, so ein kurzes Vocal-Snippet einspiele, dann wird das auch quasi durch die iPad-Effekte verfremdet. Das ist so das grobe Setup. Ja, super gern. Dann hören wir vielleicht auch nochmal, dann das klingt, wenn du noch deine Stimme oder Gesang mit einfließen lässt. Die Stimme ist ja so das Fenster zur Seele. Und das ist, was niemand anders machen kann. Deswegen finde ich die Stimme unfassbar faszinierend. Aber ich bin jetzt nicht mit einer unglaublichen Gesangsstimme gesegnet, leider. Ich probiere es aber trotzdem immer mal wieder und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Also das ist, die Stimme fetzt am meisten eigentlich. Und selbst damit könnte man ja dann immer noch rumexperimentieren. Dem sind ja keine Grenzen gesetzt. Ich probiere, okay? Thank you.
So, da sind wir wieder zurück aus der Träumerei. wir haben im Gast wieder N13, ihr seid immer noch bei Handmade und der improvisiert heute ausschließlich live mit seinen Instrumenten oder mit seinen elektronischen Gerätschaften, die er hier im Studio mit aufgebaut hat. Und was ich mich gefragt habe, während unser Gast gerade gespielt hat und an seinem Synthesizer rumhantiert hat, ist, du drückst die Knöpfe und dann kommen Laute raus. Im Prinzip, so. Also der Sampler, der schneidet quasi die Sachen mit. Ich habe hier unten so einen Fußschalter und den, das könnt ihr jetzt nicht sehen, damit kann ich das Gerät so ein bisschen fernsteuern, während ich spiele. Ja. Damit kann ich die Tracks auswählen, die Aufnahmebereitschaft herstellen und dann kann ich anfangen, die aufgenommenen Samples zu verfremden. Also die Frage ist für mich nur, wo kommen diese Samples her? Hast du die schon vorher mal eingespielt und irgendwie abgespeichert oder? Die habe ich jetzt gerade eingespielt. Die Samples. Ah, okay. Ich loope quasi das, ja, was ich live spiele, nehme das hier auf und spiele es dann wieder ab. Also es ist nichts vorbereitet. Wie eine riesen Loopstation. Es ist eine achtfach Loopstation. Ja. Quasi mit Sequenzer dran, mit Sampler, mit Effekten. Was heute aber nicht mit dabei ist, und das sieht man in manchen Videos von dir auf YouTube zum Beispiel, ist dieser Geigenstab, mit dem du manchmal die Gitarre der spielst. Cellobogen. Fand ich wahnsinnig interessant, habe ich so noch nicht vorher gesehen. Bist du selber irgendwie durch Versuchen, durch Probieren drauf gekommen? Oder? Durch Gigo Ross. Also Gigo Ross ist eine meiner großen Inspirationen, also meine Lieblingsband. Und Jonsi, der Sänger und Gitarrist, der spielt nur mit Cellobogen. Und das ist, oder fast nur. Sorry, ich spiele mal so ein bisschen nebenbei, das mache ich immer gerne. Kein Problem. Das ist so faszinierend, wie der das macht. Der ist neben anderen progressiven Rockbands schon in 60er Jahren, also ich glaube, mir fällt jetzt keine ein, aber ein paar haben früher schon mit Cellobogen gespielt. Also er hat das auch nicht selber erfunden, aber er macht es so cool und fantastisch und es ist gar nicht so schwer. Also man braucht nur möglichst viele Effekte dazu. Wenn du gerade Gigo Ross angesprochen hast, da habe ich mich gefragt, welche Vergleiche du schon so gehört hast, weil als ich deine Songs gehört habe, musste ich zum einen teilweise auch manchmal an Radiohead sogar denken. Ja. Oder an eine Leipziger Band namens Warm Graves, falls du die kennst. Die sagt mir nichts leider. Also ich habe schon hier und da ein paar Vergleiche gelesen und auch selber für mich entdeckt. So, was waren so die schönsten Vergleiche für dich? Das waren jetzt eigentlich gerade schöne Vergleiche, die du jetzt schon angebracht hast, aber so, man hört mal Explosions in the Sky ist eine Band, die immer mal wieder kommt. Neulich hatte ich Fortet, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also die machen viel mit so Glockenspielen und so. Also auch, aber die machen da auch so elektronische Sachen? Auch elektronische Sachen, ja, aber die, das ist noch ein bisschen vertrackelter. Also ich bewege mich schon zwischen diesem Vertrackten, aber auch dem Verträumten. Und du hast zwar keine Glockenspiel-Einspiele mit drin, aber auch so ganz, dafür so ganz atmosphärische Sachen so auf deinem Album 13, was 2016 rausgekommen ist quasi, hört man so Vogelgezwitscher in den, okay, Tracks zum Beispiel mit, solche Sachen oder andere atmosphärische Dinge, die du vorher aufgenommen hast und dann mit einspielst? Das mache ich zeitweise schon, dass ich Zitate aus Filmen zum Beispiel einbaue oder Samples, die ich irgendwo aufgenommen habe. Das passiert schon, aber mache ich jetzt nicht zwingend immer. Ja, aber was heißt irgendwo aufgenommen? Läufst du so durch Erfurt und denkst dir, ah, okay, hier klingt es gerade cool, ich nehme das mal auf? Gerne durch den Wald. Ja. Der Wald oder das Meer ist so meine liebste Metapher. Ich habe ja auch, wenn ich mit Visuals arbeite, die im Steiger aufgenommen quasi mit einer Kamera, die sich auf dem Boden dreht und dann dieses Gefühl simuliert. Das kennt ihr auch, wenn ihr euch unter einen Baum legt und dann nach oben schaut und der Wind treibt die Blätter. Und dieses Gefühl versuche ich quasi in dieses Live-Konzert durch die Visuals mit reinzubringen. Oh, und voll schön. Und dadurch hab ich auch die Töne aufgenommen, also das Blätterrauschen, ja, die Vögel. Ja. Okay, also darauf kann man sich also freuen, wenn man dich dann live sieht. Wenn es abends ist und wenn es dunkel ist, ja, dann geht das. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich mal darüber reden, wann man dich dann live sehen kann. Also zur Fête de la Musique am 21.06. spiele ich eigentlich jedes Jahr oder seit ich das hier mache bei der Engelsburg. Da ist in der Allerheiligenstraße diese kleine, wie soll ich das sagen, so eine Art Hinterempore über dem Steinhaus. Ah ja. Mit Blick auf die Allerheiligenstraße. Und da spielen jedes Jahr bei der Fête de la Musique, bei der Engelsburg, Künstler. Und da spiele ich jetzt zum dritten Mal, glaube ich. Das ist immer ziemlich cool da.
Und abends spiele ich dann noch beim Schauspielhaus. Da freue ich mich riesig drauf. Das wird was Besonderes, weil ich vielleicht auf dem Balkon spielen kann. Und wenn es schon dunkel ist, wird es auch Visuals geben, wenn das klappt. Und das könnte ziemlich schön werden. Ich meine, an dem Abend ist super viel los. Und es geht ja jetzt nicht da um mich oder irgendjemand anders. Es geht ja eher um das Gefühl, um das Rumlaufen und Musik hören. Weil als Künstler ist es bei der Fête de la Musique eher schwierig, sag ich mal. Weil die Leute sind... Die kommen und gehen, ne? Die gehen einfach so vorbei und die gucken mal so eben so, was du machst. Es bleibt selten jemand stehen, also bei dem, was ich jetzt mache. Und was ist dann für dich so der Gewinn aus diesem Tag? Aus der Fête de la Musique? Ja, aus dem längsten Tag des Jahres. Die Fête de la Musique, da finde ich, wie gesagt, dieses Schöne, da durch die Stadt zu laufen. Aber du selbst als Musiker, also bist ja eigentlich nicht groß unterwegs, sondern bist ja einmal spielst bei der Engelsburg, dann im Schauspielhaus bist du eigentlich mehr so mit deinen eigenen Gigs beschäftigt. Aber ich atme schon das Gefühl währenddessen auch auf und kriege das schon mit, was da so läuft. Alleine nach dem Konzert, wenn man dann sich nochmal ein bisschen hinsetzt und das sacken lässt. Also letztes Jahr war das fantastisch. Ich meine, viele Leute saufen einfach nur, kann man natürlich auch machen, aber es gibt auch Leute, die wirklich die Musik genießen. Es gibt für jeden was dabei. Also von diesen typischen Rockbands, die mal akustisch spielen mit Cajon oder sonst was, bis zu irgendwelchen Songwritern, die ganz alleine irgendwo auf der Straße stehen und Musik machen. Ich habe immer bei so Stadtfestivals oder auch, zum Beispiel das Reeperbahn-Festival, da habe ich immer dieses Problem oder diese Angst, immer was zu verpassen, wenn man jetzt hier ist und du kennst nie alle Bands und hast auch nie die Zeit, dir alle vorzuhören. So. Und dann habe ich immer dieses Gefühl, scheiße, wenn ich jetzt hier verweile, kann da woanders ganz was Cooles passieren. So, so ist es im Leben. Ich glaube, das ist nicht nur bei so einem Festival so, das ist allgemein so, dass man immer Entscheidungen trifft, die dann andere Sachen wieder ausschließen. Also das ist bei der Fête de la Musique, glaube ich, noch ein geringeres Problem. Ich würde das sogar versuchen abzuschalten, diese Gefühle, weil wenn man sich bei der Fête de la Musique vorher einen genauen Plan macht, ich will 17 Uhr da sein, ich will 18 Uhr da sein, ich glaube, so funktioniert das nicht, so ist nicht das Prinzip. Es geht eher darum, einzutauchen und auszuprobieren und zu schauen, wo es schön ist und wo es einen so hintreibt. Ja, jetzt haben wir aber noch einen Gig unterschlagen am nächsten Tag, nämlich das spielst du als Support im Klanggerüst für Aluka Wiles. Hm. Da ist auch abends, da kannst du auch deine Visuals. Habe ich mich riesig gefreut über die Anfrage vom Klanggerüst und ich kann da auch was verlosen, wollen wir das jetzt schon machen oder bin ich da jetzt vorgeeilt? Ach ja, wir können auch jetzt schon, wenn wir schon mal da sind. Genau. Also ich kann im Klanggerüst spielen und die haben zwei Gästelistenplätze quasi bereitgestellt für die Hörerinnen und Hörer. Und wie das funktioniert, das müsst ihr mal sagen. Ja, also sonst ist es ja immer so, dass sich die Bands ihnen eine Frage überlegen oder vielleicht auch eine kreative Idee, was die Zuhörer machen sollen. Das brauchen wir, glaube ich, hier nicht machen an der Stelle. Also wenn die sich bei euch melden und eine E-Mail schreiben, die ersten beiden können gewinnen, ist das vollkommen okay. Okay, also seid schnell, schreibt uns eine E-Mail an handmade@radio-frei.de oder an unsere Facebook-Seite und dann könnt ihr ein Ticket oder zwei gleich. Tickets. Also ich glaube, wir haben zwei Tickets insgesamt. Ja, du musst jetzt entscheiden. Einmal ein oder einmal zwei? Keine Ahnung. Entscheiden wir dann spontan. Also seid einfach schnell. Kannst du es dir noch überlegen, während wir euch jetzt die Veranstaltungstipps vorspielen? Ich meine, Fête de la Musique und dann nochmal Aluka Wiles. Das ist nächstes Wochenende, aber was dieses Wochenende parallel zum Krimer Brückenfest in Erfurt so abgeht, da horchen wir jetzt einfach mal rein. Veranstaltungstipps. Roliga und sakliga Historien. Idag med Stellas nya tandställning. Morfars nya glasögon. Spaghetti med köttfärssås på nytt sätt. Timmy och tomatsås. Och naturligtvis med Maus och elefanten. Das war schwierig. Das war Orkan. Orkan kommen aus Göteborg in Schweden und fegen dich weg. Wie ein Orkan halt. Die vier jungen Musikerinnen und ihr Gitarrist Fredrik spielen Musik im Sinne der 70er Jahre Prog-Rocks und singen dabei mehrstimmig auf Schwedisch. Außer Fredrik, der darf nicht. Aber alter Schwede, sind die gut. Schaut sie euch selbst an am Dienstag, dem 19. Juni ab 22 Uhr im C-Keller in Weimar.
Das größte Altstadtfest Thüringens beginnt und endet 2018 in bewährter Weise an der mittelalterlichen Krämerbrücke. Die berühmte Brücke spannt dabei bis heute einen Bogen von Ort zu Ort, auf welchen sich seit jeher Menschen und Kulturen, Reisende, Künstler, Handwerker und Händler zum Austausch begegneten und immer noch begegnen. Musikalisch brennt an dem Wochenende echt die Hütte. Nicht nur Thüringer Bands wie Skavida, Farul oder Mayo Fram treten auf, sondern auch bundesweite Größen wie Freddy Fischer and his Cosmic Rock Time Band oder Keimzeit. Schaut unbedingt auf die Facebook-Seite der eBurg oder besucht die Seite der Stadt Erfurt für weitere Infos. Hingehen, Spaß haben. Wenn ihr euch fragt, wo fährt denn der kleine Maulwurf hin, dem sei gesagt, nach Jena ins Café Wagner. Dort findet Schub Schub, der tschechisch-deutsche Konzertabend, statt. Für eure Ohren haben sich die Veranstalter 4 Bands rausgesucht, unter anderem Schule aus Prag oder Andy Valandi und Band aus Dresden. Nachdem die dann durch sind, gibt's noch eine fette Aftershow-Party. Und das alles schon für 5 Euro. Also nichts wie hin, am 15.06. im Café Wagner in Jena. We'll be right back.
seid immer noch bei Handmade und ihr hört N13 gerade mit einer Live-Impro sozusagen. Also wir haben, ich würde behaupten, wir haben hier eine Weltpremiere, weil alle Songs sind hier live improvisiert und nirgendwo noch nicht online zu finden. Das hatten wir bisher noch nicht. Also es gab es noch nie. Das ist jetzt quasi live hier entstanden und ich finde es ganz cool. Ich hätte jetzt noch weiterspielen können, aber wir können auch gerne noch ein bisschen quatschen. Ja, wir haben leider nur eine Stunde und wir wollen ja auch ein bisschen was über dich erfahren. Aber ich fand, der Song gerade, der war schon sehr elektronisch angehaucht und man wollte sich da schon so ein bisschen bewegen. Und du hast es schon im Vorgespräch erzählt, du weißt nicht, ob man bei Konzerten, ob man da Stühle hinstellen sollte bei dir oder ob man nichts hinstellen sollte, damit die Leute sich bewegen. Hast du schon irgendwie... Was wäre jetzt bei diesem Song so? Ich glaube, jetzt könnte man die Stühle langsam zur Seite stellen. Also ja. Je später der Abend, glaube ich, umso mehr beatlastiger wird das dann auch. Also das Ding ist, dass ich die ganze Zeit auf Klick spiele. Das heißt, es läuft ein Metronom mit, was nur ich höre. Und alles ist darauf abgestimmt. Das heißt, ich kann die ganze Zeit auch Beats hinzufügen, weil es synchron läuft. Ich kann sie aber auch wieder wegnehmen und dann sehr sphärisch werden. Also zwischen diesem Spannungsfeld bewege ich mich eigentlich ganz gerne. Aber ich habe also auf deinem Album 13, weswegen du ja auch hier bist, was aus 13 Songs besteht, wahrscheinlich heißt es deswegen 13. Ja, genau. Also daraus ist auch der Name irgendwie entstanden, weil ja. 13 ist meine Glückszahl. Also meine Firma heißt N13 Media, weil N wegen meinem Nachnamen, das ist quasi das Namensding. Nichts Besonderes, aber es hat dann irgendwie gepasst, weil es waren tatsächlich 13 Stücke. Es ist mir da durch Zufall erst aufgefallen. Ach so, ja, perfekt. Es war großes Glück. Wie gesagt, dieses Zufällige, das interessiert mich sehr. Also dieses Zufällige daran, dass es jedes Stück irgendwie anders ist, dass es nur durch den Zufall bestimmt ist und nicht durch schon vorskizzierte Pfade, das interessiert mich eigentlich und das finde ich spannend. Aber wenn du sagst, du hast immer so ein Klicken in deinem Kopfhörer, was nur du hast, bei deinem Song 2 auf dem Album, da sind so sehr manchmal atonale Fragmente drin. Also, okay. Also die vielleicht trotzdem mit dem Klicken Sinn machen, aber so für den Hörer nicht so dieses klassische, ich sag mal, Pop Gewuhle irgendwie vom Song her sind. Das finde ich sehr interessant. Okay. Aber trotzdem hast du da auch diese Basis mit dem Tick. Das ist die Basis. Also ich kann auch komplett ohne Klick spielen, aber dann fließt wirklich alles ineinander. Dann gibt es gar keine Struktur mehr und das ist dann was anderes. Mache ich auch manchmal, aber jetzt hier in diesem Setup gerade nicht. Mhm. Aber vielleicht ist es ja etwas, was du bei der Deep Pop Tour diesen Sommer spielen wirst, die du gewonnen hast. Da bin Herzlichen ich gespannt. Glückwunsch ja, erstmal das für ist uns. Wirklich ein großer Erfolg für mich. Ich hätte auch nie gedacht, dass es klappt, aber die haben mich tatsächlich ausgewählt. Ich habe neulich auch bei einem Contest mitgemacht von Vita Cola, wo man mit Clouseau. Richtig, das hatten wir auch schon recherchiert. Was wolltest du oder was hast du dir dabei erhofft, so eine Jam-Session mit Clouseau zu gewinnen? Na, nicht nur mit Clouseau, er ist ja auch mit Tim Neuhaus da gewesen, den ich fast noch spannender finde, der Schlagzeuger und Gitarrist von ihm, der auch ein unfassbarer Songwriter ist und glaube ich auch, die beiden funktionieren einfach super gut zusammen und der Austausch mit den anderen Talenten oder den anderen Musikverrückten an einem Wochenende. Und das ist sowieso das Besondere auch bei Deep Pop, dass man, dass ich mir dafür Zeit nehme, und nicht arbeite, keine Familie, wirklich nur Musik und diese Konzentration darauf, auch ohne Handy, das Handy mache ich da aus und versuche mich da auch nicht ablenken zu lassen, das ist das Schöne und das Herausragende. Das hätte ich gerne auch bei diesem Contest mit Clouseau gemacht, aber das hat leider nicht funktioniert, da waren die anderen unfassbar gut. Für alle Hörer nochmal eine kurze Info, also die Deep Pop initiiert diese Musik durchs Land Tour, bei der mehrere Künstler halt diesen Sommer durchs Land sozusagen fahren. Bevor wir da vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, würde ich gerne aber nochmal dein Bewerbungsvideo dazu hören, weil allein das ist schon wirklich sehr schön. Ja, sehr künstlerisch. Hört mal rein. Ich weiß nicht, ob ich ein Reisender bin und getrieben, immer auf dem Sprung und online und erreichbar. Was bleibt da? Was hat Bestand? Liebe oder Kinder, ein Gefühl, Bilder oder gar Musik? Ich bin jetzt hier und immer noch da, wo ich eigentlich ganz am Anfang war, in Erfurt. Aber warum eigentlich? Und was ist das Ziel? Also gibt es das überhaupt? Ist das ein Spiel und wir sammeln nur die Münzen ein und lösen Rätsel und es geht auf und ab und hin und her? Captain Planet hat gefragt, wo üben die, die immer siegen? Das frage ich mich auch oft.
kann ich nicht verlieren. Höchstens mich selbst, aber wen kümmert das dann schon? Und wenn ich diese Knöpfe drehe und dort zupfe und da mal schraube und wenn dann dabei was herauskommt, was mich selbst berührt, dann kann das ansteckend sein. Und dann zuckt es vielleicht bei dir auch. Und darum mache ich das. Das treibt mich. Und daran glaube ich, ganz fest sogar. Ich bin N13 und ich muss zu dir. Das war die Bewerbung für Deep Pop und du hast da gewonnen, kannst jetzt diesen Sommer mit durchs Land touren. Aber wenn man sich jetzt, wenn man mal auf diesen lyrischen Text hört, dann sagst du, selbst nach all der Zeit in Erfurt fühle ich mich immer noch wie am Anfang. Ich möchte noch ganz kurz Danke sagen. Bei dem Video hat mir Robert von Black Screen Film geholfen. Der hat das Video gemacht, also der hat gefilmt, das war super cool. Und das ist wirklich an einem Nachmittag entstanden. Ist und auch wunderbar dafür, geworden. Dafür ja. Schön geworden. Ja. Und in dem Video war eine Vorgabe von Deep Pop, dass es darum geht, man muss irgendwie seine Verwurzelung in Thüringen darstellen. Ah, okay. Und für mich, ich bin gebürtiger Erfurter, ich bin hier geboren und ich werde wahrscheinlich auch hier sterben. Hat sich gar keine andere Möglichkeit oder sowas aufgetan, dass ich jetzt irgendwie nach Hamburg gehen sollte oder nach New York. Wenn das kommt, sag ich jetzt nicht nee, aber mich gibt's nur im Paket mit den anderen dreien aus meiner Familie. Das heißt, wir jetzt zu viert sind die Einheit und wir haben erstmal hier in Erfurt unseren Lebensmittelpunkt jetzt gefunden gerade. Ob sich das demnächst ändert, weiß ich nicht. Und warum dann immer noch wie am Anfang, also quasi wie zu deiner Geburt? Genau, das ist die Idee dahinter, dass ich immer noch hier bin und nicht genau weiß, ob ich weg soll. Also ja. Dazwischen bewegt sich das irgendwie. Ja, ja. Okay, also hast du schon genauere Infos zu der Musik durchs Land? Weißt du schon irgendwie, wo man dich wann sehen kann? Das weiß ich noch nicht, da bin ich auch sehr gespannt darauf, wie mich jemand bei einem Stadtfest oder sowas unterbringen will, weil die Pop muss ja uns auch irgendwie booken, weil die anderen Künstler sind eher, wie soll ich sagen, klassische Band oder Songwriter, die wirklich auch gut auf Stadtfesten spielen. Zwei von den Teilnehmern waren jetzt zum Beispiel in Saalfeld beim Stadtfest, das passt dort super. Ich weiß nicht, ob ich da mit meinem Kram, ob den Omas da die Bratwurst aus dem Brötchen fällt. Das muss man dann schauen, aber ich glaube, die Pop, der Johannes, der das macht, die sind da fit und ich vertraue denen da einfach, dass die was Passendes finden. Und allein schon das Video zu machen und die Vorbereitung darauf hat mir schon viel gebracht. Es gab auch einen Workshop in Weimar, wo wir zwei Tage mit Dozenten gearbeitet haben, was auch super war. Da habe ich mit Cindy Weinhold zusammengearbeitet, die mir mal Tipps gegeben hat, einfach die sich das mal angehört hatten. Danach haben wir darüber gesprochen, wie das überhaupt wirkt, was ich die ganze Zeit mache. Also, dass ich zum Beispiel mit Kopfhörern spiele, dass es vielleicht besser wäre, mit Monitor zu spielen, ohne Kopfhörer. Solche wirklich coolen, praktischen Tipps hat sie mir gegeben. Auch sie hat dann einfach mit eingestiegen, weil es ihr gefallen hat und hat dann einfach mit mir zusammengejammt. Das war ziemlich cool. Das hat Spaß gemacht. Aber ich glaube, die Deep Pop hat da ein sehr buntes Potpourri zusammengestellt, was, glaube ich, sehr gut funktioniert auf den Straßen oder Konzertsälen, wo auch immer. Was der Hammer ist, wir werden mit dem Bus abgeholt. Das finde ich schon mal gut. Wow, okay. Weil ich habe immer dieses Problem mit diesem Fahren und mit diesem irgendwie hinkommen und dann da kommt ein Bus und holt mich ab. Also das finde ich schon fantastisch. Dass man sich wirklich nur auf das Konzert konzentrieren kann, auf die Musik. Weil das ist oft nicht so, dass man nebenbei noch irgendwas anderes machen muss und da kann man dann Künstler sein. Und das ist das, was ich schön finde. Und apropos buntes Potpourri, wir haben da auch noch ein buntes Potpourri für euch zu bieten am 30.06. bei unserem eigenen EGA-Festival, wozu wir jetzt kurz einen Trailer hören. In Erfurt ist nichts los? Falsch gedacht! Am Samstag, dem 30. Juni, geht das Handmade Freiklang Open Air in die zweite Runde. Handmade, das Musikmagazin auf Radio Frei, präsentiert zusammen mit dem EGA-Park feinste Live-Musik auf der Parkbühne. Zu hören sind diese vier handverlesenen Thüringer Bands. Chaos Kosmos, Dreistigkeit, mein Haustier ist eine Kamikaze, sie ist ein Faschist und trägt eine Glatze. Ihre Braunfreunde nennen sie nur Atze. Psycho and Scarfunkel. Boom.
Bremse. Komm, Baby, komm und komm mit mir. Vorbei, tanzt bis die Sohlen glühen und unterstützt eure lokale Musikszene. 17 Uhr geht's los. 6 Euro Eintritt. Und weil danach noch lange nicht Schluss sein soll, gibt es die offizielle Freiklang Open Air Aftershow mit Krawallnadel und Goofy Katz ab 23 Uhr im Kickerkeller. Wir freuen uns auf euch. Ja, wir sind schon ganz, 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 ganz heiß auf den 30. Juni. Tolle Bands werden da sein. Wir freuen uns, wie gesagt, auf euch und das wird ein cooler Tag. Auf jeden Fall. Quatscht uns auch gerne an, wenn ihr da seid. Wir freuen uns dann, mit euch den Nachmittag zu verbringen. Und verabschieden uns für die heutige Sendung mit N13. Jetzt gibt es nochmal ein bisschen Atmosphärisches um die Ohren von ihm. Nochmal ein letzter Jam-Part, ein letzter Live-Part. Ansonsten sagen wir Tschüss. Bis bald. Bis bald. Auch tschüss und ich sage auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Also es ist unfassbar, wie ihr euch vorbereitet habt und es gibt dem Künstler ein gutes Gefühl. Also vielen Dank dafür. Danke für nicht das Feedback. Nicht zu danken. Bis dann.